Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer 2. Wir spielen immer noch Tyrion, der dem Fluch des Senarion unterlegen ist und wir müssen hier diverseste Aufstände niederschlagen und das ist jetzt hier einer in Kalidor und den kämpfen wir natürlich. Ich habe das Gefühl, dass so langsam aber sicher aber auch noch viel größere Probleme da sind. Ne? Eines der größeren Probleme sind Bretonen, die Gental belagern. Bretonen haben irgendwie. Den muss man echt mal irgendwie mal so ein bisschen einen Job verschaffen oder sowas in der Art. Seit einiger Zeit haben die einfach, so wie es aussieht, viel zu viele Möglichkeiten, viel zu viel Zeit, viel zu viel Bock vor allem auch, hier richtig Randale zu machen und überall Kreuzzüge in die Welt zu senden. Irgendwie sind die vom Balancing her so ein bisschen unterentwickelt, muss man sagen. Warte mal, ich mache jetzt so eine Blockveranstaltung hier. Kann ich die tatsächlich hier so verstecken? Einsertruppe tendenziell sogar noch dahin? So hin? So hin? Ja, die müssen jetzt halt vorlaufen, weil die haben keine. Warte mal. Sie hat, ne? Weil sie hat ja diese Fähigkeit. Und vorwärts, Freunde. Jetzt wird hier hart geschossen. Go, go, go. Das ist die Adlerklaue, die ich schon mal hier zusammenschieße. Ja, die sehen, glaube ich, nur die Speerträger und die Speerträger sind für sie schwer zu bekämpfen, weil die halt Schilde nach vorne haben. Die haben einen Schildblock von 55% der Geschosse. Das macht sie halt sehr tanky gegen Beschuss. So, du gehst noch dahin. Die anderen kommen nämlich jetzt von da, wie ihr seht. Kavallerieeinheiten, die wollen wir jetzt hier natürlich wegblocken. Und da wasten sie sich jetzt hier die Reiter. Jetzt hier mit geschrieben, sehr schlaue KI. Ja, die KI will halt dringend da durch und sie sieht aus irgendeinem Grund, hat keine Möglichkeit da durchzukommen. Ne? Deswegen macht sie das so. Ihr seht, warum ich die so aufgestellt habe, falls die Flanken angegriffen werden, können die das hier dann unterstützen. Was auch genau jetzt passiert. So, jetzt schießen wir hier die Fernkämpfer weg, die sind nämlich viel wichtiger. Dann ist nämlich hier der ganze Drops schon relativ schnell gelutscht. Sie schmelzen dahin. Noch halten die Speerträger. So, jetzt schießt sie noch dahin. So, die schicke ich jetzt hier in die Flanke. Ihr verfolgt die jetzt hier endlich mal. Ihr geht dahin. Und jetzt stellt ihr euch einfach so hin und unterstützt die Geschosse so. Ihr geht noch dahin. Ah ne, die müssen immer noch weggekämpft werden. Angriff. Archers! For the King! So, Feuer frei. Die rennen weg, gut. Also wir können es hier so ausrichten. Da haben sie sich gerade immer erschreckt, dass sie sich hier plötzlich umgedreht haben. Na, ihr seht, nichts, was man nicht irgendwie lösen kann hier, was hier gerade eben passiert. Ihr bleibt schön da. Braucht die nicht verfolgen. Spearmen, it will be done.
Jetzt schießt ihr mal da mit rein. Das sind immer noch so viele. Die sehen wir gerade eben hier wunderbar. Und jetzt bekommen sie von zwei Seiten Beschuss hier. Die kommen wieder. Mal gucken, wie lange noch. Jetzt schießt ihr auf die da. Ihr nehmt diese Position hier ein. Ihr schießt auch auf die da. Und ihr chargt den in den Rücken, ihr in die Seite. Und ihr versucht hier noch zuzumachen, weil der Kampf ist nämlich jetzt schon vorbei. So, ihr bleibt hier stehen. Und ihr schießt auf die Fliehenden, please. Solange ihr noch könnt. Ja, das war's schon. Gut, aber das reicht mir. Ja, 299 Mann verloren sind hauptsächlich jetzt hier wirklich wieder die Speerträger gewesen, die ein bisschen getankt haben. Da fällt mir gerade eben ein, ne? Mich hat ja immer gefragt, warum ich dann doch so stark auf die Seegardisten setze. Naja, die Seegardisten sind im Gegensatz zum Tabletop hier wirklich eine... Also, sie wären auch im Tabletop eigentlich eine ganz, ganz brauchbare Truppe gewesen, wenn sie nicht so teuer gewesen wären. Der Bogen für sie war einfach zu teuer. Aber hier in dem Spiel finde ich sie wirklich sehr, sehr gut. Sie sind eine Tier-3-Einheit, also sie sind auf der dritten Ebene. Sie haben verdammt starke Defensivwerte, können schießen. Klar, nicht so weit wie die, aber im Gegensatz zu denen hier können sie hier Kavallerie bekämpfen. Sie können alles bekämpfen, theoretisch. One-on-one unterliegen sie natürlich Schwertmeistern oder sowas in der Art und Weise. Aber man lässt sie natürlich nicht alleine gegen sowas kämpfen. Ne? Das macht man kombinatorisch mit Fernkämpfern, die dann wiederum flankierend schießen oder unterstützend schießen. Und rein preis-leistungstechnisch habe ich da geantwortet, und das ist auch meine Meinung, rein preis-leistungstechnisch sind die Seegardisten so ziemlich die beste Einheit, die Hochelfen haben. Nicht die beste, aber preis-leistungstechnisch. Ne? Also wenn du einfach sagen willst, ich will eine Einheit, die nicht zu teuer ist, weil die anderen kosten ja gleich 400, 500, 600, finde ich eigentlich, das ist ein sehr, sehr fairer Preis. Und das können wir jetzt berechnen. Da war sogar die Stadt noch mit dabei. Nice. So, und ich würde sagen, wir können es hier sogar noch zurücklaufen. Nicht marschieren, denn hier hat Skaven. Skaven haben diese hässliche Angewohnheit, wenn du marschierst, dann gibt es einen Hinterhalt. Wie lange dauert es noch, bis ich das hier ausbauen kann? Zwei Turns, nice. So, und du, mein Freund, brauchst auch noch diese eine Runde jetzt hier. Sehen gerade eben, wir haben einen Haufen Geld gerade eben. Was kann ich denn jetzt hier noch ausbauen? In Zephyri könnte ich das hier ausbauen. Machen wir es mal, weil sie kommen nicht ran. Das ist nur die Marschreichweite, oder? Ne, das ist nicht die Marschreichweite, sie kommen ran. Ne, dann lasse ich das mal, weil in dem Augenblick, wo du sowas baust, habe ich die Erfahrung gemacht, greifen die an. Wir machen hier auf jeden Fall den Hafen. Hier, die Kohle machen wir da gerade eben hier, das ist in Tor Weißfeuer. 384, okay. Ich möchte mal gucken, ob diese Diamanten mir auch so Geld bringen. Die sind in zwei Runden fertig, sind also eine Runde vorher fertig. Wir gucken mal jede Runde, was uns das hier bringt. Momentan macht es also wie gesagt 384, wenn es am Ende dann, bevor das hier fertig wird, was uns dann hier, glaube ich, 200 Ocken mehr bringt. Genau, 200 mehr durch den Hafen. Wenn auf einmal deutlich mehr als 384 da sind und nur das hier ist plötzlich fertig, dann wissen wir, das bringt uns auch was. Habe ich noch nie drauf geachtet. Hier wollten wir die öffentliche Ordnung steigern, weil die mir langsam aber sicher hier davonläuft. Und ansonsten spare ich jetzt mal Geld. Haben wir noch jemanden kennengelernt, der mit uns Krieg spielen will, den Tyrion hassen darf, weil er auch unwürdig böse ist. Potenzieller Chaospaktierer? Nein. Okay, demnach können wir nur hoffen, dass jetzt hier die Bretonen Gental nicht angreifen. Können wir nur hoffen und abwarten. Okay, immer wieder habe ich ein bisschen Sorge, dass Arnheim bzw. halt alle danach rüberkommt, aber er scheint da drüben in Arnheim trostlose Feste hier seine eigene Privatparty zu schmeißen. Und jetzt kommen diese Skaven zu uns. Oh, wie düster.
Okay. Spannend. Das sieht nach einer. Voll die elitäre Truppe. Vor denen müssen wir uns in Acht nehmen. Todeswindkugelgrenadiere. Oh, wir haben. Ich sehe gerade eben, wir haben in dieser Armee, dieser Schlacht gerade eben die Adlerklaue-Speerschleuder erobert. Nice. Ja, das möchte ich sie dann aber doch ganz, ganz gerne behalten. Okay, also wie gesagt, die meisten von denen dürften wir ohne Probleme zusammenschießen dürfen. Wir müssen uns vor denen in Acht nehmen, die müssen als erstes sterben. Die dürfen nicht an uns rankommen, weil sonst killen sie uns hier quasi wirklich alles weg. Okay, ja, jetzt ist die Aufteilung dann doch mal ein bisschen fairer geworden von der Darstellung her. Ich möchte hier auf jeden Fall wegen des Schießens hier eher offen stehen. So. Ist hier mein Freund. Und ihr seid hier. Du bist da und du stehst da. Na, sollen sie kommen. Wo sind sie? Wir sind gerade eben vollständig unsichtbar für sie. Sind wahrscheinlich irgendwo hier und suchen uns jetzt. Warten wir mal, bis sie uns finden oder wir sie finden. Düm-di-düm-di-düm-di-düm. Ja, wenn es so ist, können wir dann aber auch noch hier unsere Position noch mal ein bisschen verbessern. Da kommen sie. Sie sind auf dem Weg. Okay, bleibt hier, Freunde. Wieder zurück. Da schießen wir schon. Das sind aber bis jetzt nur Schleuderer des Skavensklaven. Sturmraten, das ist wichtiger. Da sind die Gegner, die gefährlich sind. Die müssen weg. Das sind die gefährlichen Dudes. Ah, das sind diese komischen Todesläufer. Wow, das war die Nukularrakete. Ach du Scheiße. Okay, die hat natürlich reingehauen, das ist Shepard. So, jetzt müsst ihr die nach und nach hier wegschießen, Freunde. Nee, ich schicke nur so viele Leute in den Nahkampf wie notwendig. Ja, wir müssen auf die Sturmratten mit Helebarden hier schießen. Dann müssen wir da noch hoch. Scheibenkleister. Müssen eine Menge Units jetzt hier gerade im tanken. Warum geht ihr in Nahkampfreichweite? Seid ihr noch ganz knusprig, ey? Okay, die haben sich gesammelt, gut. Schießt. Diese Ratten müssen weg. Wenn die wegrennen, müssen wir uns um die da kümmern. Die Todesläufer sind genauso gefährlich. Acknowledged. Azur, withdraw.
Oh shit. Und jetzt kommen noch die Sturmratten hier an. Jetzt rennen die wieder. Oh Mann. Wir sind noch 33. Schießt tot, wenn ihr könnt. Die rennen jetzt auch wieder weg. Wieder drehen. Oh Gott, ey, was hier alles die ganze Zeit kommt. Ja, das ist jetzt hier gerade eben wirklich ungeil. Okay, Leute, kommt jetzt. Macht die endlich weg, diese blöden Sturmratten. Die rennen weg und sind zerstört. Perfekt, jetzt schießt auf das nächste. Warum rennen die weg? Die zeigen gerade ihm den Rücken, was super ist für uns. Oh Gott, jetzt kommen die Todesläufer schon wieder. Oh je, oh je. Spearmen! Kill them! Draw back! We are broken! 36 Sturmratten. Die rennen so quasi weg jetzt schon wieder, okay. Schießt, 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 schießt. Boah, die haben die einfach weggemacht. Die sind einfach drüber gerannt. Oh, das ist Armilos. Ich hätte wegrennen sollen. Ach du Scheiße. Okay, wir haben es hier gerade eben mal erlebt. Was so eine richtig elitäre Skavenarmee anrichten kann. Das Ding aber war auch echt stark, ne? Da kam ich einfach nicht ran. Da kam ich einfach nicht ran. Aber wie gesagt, eigentlich sollten die auch gegen sowas nicht antreten müssen. Auchi Weiher. A just reward. Ja, wenn der jetzt nochmal hinterherkommt, dann sind die tot. Nee, er zieht sich zurück. Und tut Dinge, was auch immer für Dinge. Imperium ist nach wie vor nicht wirklich existent. Das Imperium hat sich halt einfach zu sehr mit allem angelegt, was es kennt, ne? Etronia kommt jetzt. Hallo, ich habe doch geklickt. Ja, okay, Bretonia hat nicht angegriffen. Also ich habe geklickt, aber aus irgendeinem Grund hat es nicht genommen. Ja, sehr schön, Tiermensch. Geh weg, keiner will dich hier. Wichtig ist, sie lebt noch. Das war eine teure Kommandantin, ne? Die ziehe ich jetzt erstmal hier vorsichtig zurück. Oder wenn ich sie nach Lothern schicken kann, schicke ich sie nach Lothern. Weil die stehen ja jetzt hier. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier wieder ein bisschen mehr Kohle. Es war halt auch keine teure Armee. So, vom Feind gestohlen, Glückstein, okay. Ding jetzt wird halt noch stärker, ne? Gerade eben gesehen, Konföderation. Bretonia konföderiert hier fröhlich. So, ihr seid jetzt erstmal wieder safe hier in Lothern angekommen, dass nächste Runde sich auf die fünfte Stufe hochpushen kann. Tor Elyr vorher jedoch hier bitte etwas für sein Wachstum tun. Hier sind wir immer noch bei 384. Also ihr seht, das hier hat nichts dazu beigetragen. Wenn es jetzt hier gleich eine Änderung gibt, dann liegt es an den Diamanten. Und jetzt mache ich etwas Wahnsinniges, liebe Freunde. Ich gehe mit Tyrion hier hin. Bin mal gespannt, ob das so eine geile Idee ist. Weißspitze ausbauen klingt für mich nach einer guten Idee. Was kann ich sonst mit meiner Kohle tun? Ja, ich könnte in Zephyr jetzt hier bei Tor Finur noch was machen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass mir das einfach zu weit ist,
Also erst wenn ich baue hier erst was, wenn die hier weg sind. Das ist jetzt, glaube ich, einfach mal jetzt hier gesetzt. Okay, und schon kann ich hier nichts mehr machen. Nicht mal jemandem den Krieg erklären, so wie es aussieht. Nee, okay. Tyrannenne. Und jetzt erwarte ich den Angriff der Bretonen. Oh, hallo, Auftritt von Malekith. Ja, grüß dich. Okay, aber der hat nichts besonders Starkes dabei. Der hat jede Menge Sachen, die jetzt in diesem Angriff scheitern werden, glaube ich. Nee, keine Kriegsmaschinen, kein gar nichts. Ich glaube, das schaffen die nicht. Ist nur so ein Gefühl, das schaffen die nicht. Also da müssten sie schon andere Dinge bringen. Henker oder sowas in der Art. Aber die Korsaren, nee, glaube ich nicht. Glaub nicht, dass die gegen unsere Schwertmeister, das Geile ist, das ist auch schon eine Stufe 5 Verteidigungsanlage, ne? Diese Level behalten die Leute, die behalten diese Level. Die sind früher oder später alle auf Goldstatus. So, wir machen das wie beim letzten Mal. Und sagen, wir überlassen diese Mauern hier einfach unseren Schwertmeistern. Packen hier eine Unit zum Schießen hier hin. Packen eine Einheit der Phönixgardisten hier zur Verteidigung hin. Eine Einheit der Phönixgardisten hier zur Verteidigung hin. Und ansonsten, warte mal, mache ich euch hier noch zu dieser Eingreiftruppe, als ich sie brauche. Ich nehme mal an, nein. Ich nehme mich da drüben auch noch hin, denn da steht Malekith rum. Wird also nicht schaden, wenn er dann noch quasi theoretisch den Kommandanten tanken kann. Dann haben wir noch eine ganze Reihe White Lions. Alle mal runter und wieder hoch. Nee, ich will das anders machen. Ich stelle euch jetzt dahin. Acknowledged. Dahin. Gate guard. Dahin. It will be done. Und so hin. So, wunderbar. Dann könnt ihr es hier schießen. Einzige, was ich bloß immer wieder mich frage, wo soll ich denn diese blöde, formale Seite Rapid Speersteuer hinstellen, dass die irgendwas tun kann? Ich probiere es jetzt mal von hier. Vielleicht schießen die ja von hier. Ist einfach nur so eine leise Hoffnung und wie immer stirbt die Hoffnung zuletzt, aber wir alle wissen, sie stirbt. So, die White Lions sind jetzt hier sozusagen die Notfalltruppe, falls hier alles schief geht. Und damit können wir das Ganze hier beginnen. Ja, die bekommen schon gut ihr Fett weg. Oh, da schießen sie gerade eben tatsächlich. Ich bin begeistert. Oh. Ja, aber die Frage ist, wie lange sie schießen, ne? Ja, und es geht schon los. Jetzt treffen sie den eigenen Leuten in den Rücken. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Stopp. Könnt ihr irgendwie auf die da schießen? Wäre sehr viel sinnvoller. Hoffe ich mal. Nee, seht ihr dann schon, auf die kommen sie nicht drauf. Könnt ihr auf die da schießen vielleicht? Ah, auf die könnt ihr schießen. Cool. Dann fangt mal an damit. Schau mal kurz mal schon mal so ein Billo-Adler. Hier beginnt es. Da kommt jetzt auch Malekith hoch. So, ich bin der Meinung, dass wir es hier mit den richtigen Adlern auch mal zulangen. Ne, ihr seht, na, die Rebellen Speerschleuder können nichts machen. Die konnten am Anfang kurz mal schießen, aber danach können sie es nicht mehr. Das ist ja totaler Quatsch hier, die gesamte. Hier. Offensichtlich wurde das nie getestet. Aber auch trotzdem noch nie verbessert.
Ja, und hier werden sie wieder geschlachtet beim Versuch des Hochkommens. Hallöchen, Malekith. Er ist runtergefallen. Und muss wieder aufstehen. Er ist runtergefallen und kommt. Oh, der große Malekith ist gefallen, ey. Kann man eigentlich nur lachen. Der große Malekith ist so hingefallen. Jetzt kommt er wieder. Oh, diesmal hat er es hochgeschafft. Große Duell beginnt. Ich sag mal den Schwertmeistern, sie sollen hier kurz mal mithelfen. Ich glaube, der Held alleine schafft das nicht. Schwertmeister sind da ein bisschen tapferer und sind da auch, glaube ich, fähiger, den niederzuzergen. Okay, die Adler haben die Nase voll, ziehen sie zurück. Oh, please don't die, du hast schon ein Level up. Ja, ja, der haut endgültig ab. Den sehen wir in dieser Schlacht nicht wieder. Hier wird das Tor tatsächlich von den schwarzen Reitern angegriffen. Ja, der Held jetzt hier gerade eben gegen Malekith verloren. Okay. Gengard. Könnt ihr auf ihn schießen? Ja, wir können auf ihn schießen, wunderbar. Passiert doch nichts. Wisst ihr was? Dann hole ich die ja auch noch hoch. Oh, der hat sich gesammelt. Gut. Dann zieh dich mal zurück, lieber Adler. Ja, die machen hier aber auch nichts mehr, ne? Und da ist er. So, jetzt kämpft ihr Malekith gegen Phönixgarde und gegen Schwertmeister. Auch wenn der gut zulangt. Und den einen oder anderen von ihnen tötet. Eieieiei. Ich glaube nicht, dass es schafft. Schießt da runter, ey, Leute, kommt. Die Schlacht muss gleich vorbei sein. Hier ziehen sie sich schon gleich zurück. Pförtnerhaus haben sie schon fast geöffnet. Komm, wir tun ihnen den Gefallen. Und machen es mal für sie auf. Mit der Phönixgarde. Und wir haben halt schöne, schicke Boni gegen große Einheiten, ne? Machen halt wirklich fett Schaden gegen die jetzt. Das sind halt auch noch leichte Kavalleristen, ne? Die können halt gar nichts dagegen machen. Das heißt, sie bekommen auch fast den vollen normalen Nahkampfschaden. Naja, du wirst ja sehr gewastet, das ist richtig. Ja, und ihr seid Fools. Genauso sieht nämlich aus. Oh, wir haben gewonnen. Das sagst du. Mal gucken, ob ich das genauso sehe. Oh, die werden jetzt aber gut zusammengefaltet. Aber sie wollen auch wirklich sehr dumm fliehen, ne? Ja, das ist Madness, absolut richtig. Aber das ist auch total Madness Let's Play. Und der letzte, come on. Haben wir eigentlich Malekith getötet? Oder rennt er noch weg? Da rennt er gerade eben noch. Tschüss, mach's gut. Okay, Leute, das reicht auch schon. Wir haben einen knappen Sieg dahin gelegt. Boah, ey, ich liebe es. Guck mal, was die für Level-Ups machen. Wir dürfen sie behalten. Weil das Ding nämlich schon Stufe 5 hat. Das heißt, jedes Mal, wenn wir hier siegreich sind, wird es für den Gegner nur härter. Es wird einfach nur immer härter, wenn sie versuchen, hier an diesen Schwertmeistern vorbeizukommen. Ich muss bei Gelegenheit dann auch immer mal versuchen, diese weißen Löwen zu leveln. Aber derzeit machen die Schwertmeister einfach einen super Job. Ja, wir machen das so, dass sie gleich hier wieder auf
Sollstärke so gut wie hoch sind. Und damit würde ich einfach mal sagen, liebe Leute, beenden wir an der Stelle hier mal die Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal machen wir dann vermutlich weiter. Wobei, wir gucken mal gerade, ob noch irgendwas passiert. Ja, natürlich passieren die Dinge. Oh Gott! Das wird spannend. Da kommt eine ganze Menge Scheiß auf uns zu. Naja, dann warten wir nur noch ganz, ganz kurz mal jetzt hier auf die Reaktion der Bretonen, die jetzt auch gleich noch auf uns warten dürfte. Da kommen sie schon. Tun sie was? Die tun was. Okay. Sie greifen uns in dieser Position an, meine Damen und Herren. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Das machen wir beim nächsten Mal, ne? In dem Sinne. LOL. Tja, sind halt nur Menschen auf Pferden, ne? In dem Sinne, schöne Zeit, macht's gut, tschüss und ade.